Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Tipp Speicherplatzverbrauch für Ordner und Dateien unter Linux ermitteln. Die Festplatte mag noch so groß sein, irgendwann läuft auch eine großzügig bemessene 3 Terabyte Platte über. Um nun wieder ein wenig Platz zu gewinnen, gilt es herauszufinden, wo welche Daten am meisten Speicherplatz vereinnahmen, die gerne gelöscht werden dürfen. Nun könnt ihr euch natürlich mit dem Dateimanager von Ordner zu Ordner hangeln und dort prüfen, wie viel Speicherplatz die enthaltenen Daten verbrauchen. Doch dieser Aufwand ist eigentlich gar nicht vonnöten, denn für diese Aufgabe stehen euch zahlreiche speicherverbrauch werkzeuge zur Verfügung. Je nachdem, mit was für einer Desktop-Umgebung ihr auf eurem System arbeitet, kommen unterschiedliche Werkzeuge in Frage. Unter GNOME würde ich zu Baobab Ackerfestplattenbelegung greifen. Das Programm ist fester Bestandteil von Gnome und wird von vielen Linux-Distributionen gleich vorinstalliert, so auch von Linux Mint. Baobab findet man unter Menü, Systemverwaltung und Festplattenbelegung analysieren. KDEler können Sie sich dagegen mit FileLight eine optisch sehr gelungene Anwendung installieren. Und mit NCDU könnt ihr auf einem Server ohne eine grafische Oberfläche im Terminal im Handumdrehen den digitalen Hausputz bewältigen. Auf einem Server oder einem Serverchen wie einem Raspberry Pi mit Raspbian und anderen Distributionen steht euch meist keine grafische Oberfläche zur Verfügung. Warum auch? Das Ding erledigt still und leise seine Aufgabe im Hintergrund, ohne dass man fortwährend auf den Bildschirm schauen müsste. Loggt ihr euch über das Netzwerk per SSH ein, dann könnt ihr NCDU, aka NCurses Disk Usage, zum Aufstöbern von großen Dateien benutzen. Bei Linux Mint wird NCDU Mittels Paketmanager oder mittels Befehl SUDO, Leerzeichen ABT-GET, Leerzeichen Install, Leerzeichen NCDU installiert. Ausgehend vom aktuellen Verzeichnis liest NCDU die Festplattenbelegung aus und zeigt euch dann über den mit Rauten symbolisierten Statusbalken die Größe der Verzeichnisse an. NCDU wird gestartet mittels man mag es kaum glauben. NCDU Enter. Mit Pfeil hoch, Pfeil runter navigiert ihr in der Übersicht. Mit Return wechselt ihr das Verzeichnis. Mit Entfernen lassen sich direkt aus NCDU heraus Dateien oder gar ganze Verzeichnisse mitsamt deren Inhalten löschen. Eine Übersicht. Über alle Tastenkombinationen bekommt ihr mit Shift-Taste und Fragezeichen über die Hilfe angezeigt. Beenden könnt ihr NCDU mit Q. Das war User Powerful Open Screencast. Ciao und viel Glück!